Kommen wir nun zur zweiten Schlagzeile in der 23. Folge von Nachschlag, dem zivilen Ungehorsam. Naja, ich bin gespannt, worum es jetzt gehen wird. Herzlich gebeten und Kämann, ihr habt ja schon den Kalender die wichtigste geschaut. Aufgabe ganz daran, prima. Die wichtigste Aufgabe dabei, Spaß zu haben, das gerne zu machen und mit den anderen, ob das nun realer Sex ist oder auch nur ein reales Bier, irgendwas davon auf jeden Fall, um zu zeigen, wir haben einfach mehr Spaß im Leben als diese Truppe pseudoprotestantischer Grünfaschisten. Und weißt du, Paul, das Ganze ist automatisch, das fehlt bisher, warte kurz, das fehlt einfach bisher, das fehlt in unserer Szene aus verschiedenen Gründen, weil ich muss jetzt Kevan nicht erklären, wie schwierig das ist, als Umstrittener eine Location zu kriegen. Ne? Du musst ja bis kurz vorher irgendwas das so geheim halten, du verleihst ja dadurch diesen Treffen irgendwie wie dieses, ja, diesen Makel des Verbotenen, der da zusammenkommt. Ja, das musst du einfach nur deshalb tun, weil ansonsten irgendwelche gratismutigen Aktivisten den Wirt terrorisieren und sagen, da sind Nazis, die, ja, die dein Ding daheim, ja, suchen. Und all das müssen wir überwinden. Und Dieter, ich finde es super, dass ihr das macht. Letzte Frage an dich, kleiner sexistischer Witz. Was ist der Unterschied zwischen Onanieren und Geschlechtsverkehr? Oha, sag's mir. Lernst mehr Leute kennen. Gut, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt, wie das dann beim 1. September war das, glaube ich, oder? Ja, du das dann in die praktische Anwendung überführst. Ja, beides wollen wir vielleicht nicht sehen. Kevan, ziviler Ungehorsam ist das Gebot der Stunde, sagst du. Zuerst einmal möchte ich sagen, ich glaube, ich kann hier Dieter Dehm als einen Gentleman erkennen, und zwar dahingehend gedeutet, dass ein Gentleman ein Mann ist, der seiner Frau die Hoteltür aufhält, damit sie das Gepäck reintragen kann. Gut. Die Zuschriften. Und ich muss sie alle lesen. Oh Gott, jetzt habe ich nicht zugehört. Aber ich glaube, auf sexistische Witze kann ich jetzt an der Stelle verzichten. Ich habe gerade auf den Chat geachtet. Richtig. Das geht ja nahtlos in mein Thema über. Ziviler Ungehorsam ist das Gebot der Stunde. Der Deutsche fragt sich ja immer, ich sage pauschal, stimmt natürlich nicht, aber oft so, muss man sich das genehmigen lassen? Darf ich das? Ist das schon strafbar oder wird das nur noch gefasert? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir erstens, du hast es gerade auch gesagt, in öffentlichen Veranstaltungen uns nicht mehr verstecken, dass da Leute sind, wo man aber aus sich schon erkennt und sagt, du denkst auch kritisch. Es gibt ja zwei Sätze, man weiß sofort Bescheid. Weiß man dir sofort Bescheid, wie der etwa tickt und so. Das ist nicht schlecht nach dem Motto, huch, und wer da überhaupt alles ist, das finde ich immer sehr, sehr entspannt. Und da entstehen auch Freundschaften darüber hinaus. Aber dieses ziviler Ungehorsam ist insofern auch interessant und wichtig, dass man sich selbst auch zeigen kann, dass man sich nicht alles gefallen lässt. Und Mut ist ja, wenn man den teilt, größer. Also zum Beispiel, ich erinnere mich sehr daran, als während der Corona-Phase auf dem Rosa-Luxemburg-Platz viele ihr Grundgesetz dabei hatten. Und der eine hat es hochgehoben und dann haben immer mehr sich getraut. Und als die Polizei kam und einem anging, haben sie auch Prozess das hochgehalten. Ich glaube, wenn man alleine wäre, wären es nur sehr wenige, die es dann erst recht machen würden, weil Knüppel aus dem Sack. So ist das ein Gefühl, auch wenn man später erst eingesteckt hat, sage ich, übe das mal. Und das ist für mich eben auch so etwas, also dieser zivile Ungehorsam ist so ein bisschen Aufstand gegen den Schulprügler, der einem immer einer reingesammelt hat und dann schließt man sich zusammen allein und geht mal gegen den an, weil der kann nur deswegen prügeln, weil er es immer geschafft hat, dass die auf dem Schulhof, die betroffen waren, sich nie connected haben, sondern zugesehen haben, wie einer wahllos rausgegriffen wurde. Und da kann man eben üben, sagen, sich gegen diesen übermächtigen Staat oder gegen der einem gegenübertritt, sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Und das fühlt sich ziemlich gut an, sage ich mal. Ich habe das ja oft gemacht. Also einfach so, dann, wenn man so etwas mal getan hat, wenn man mal wenn in der S- oder U-Bahn irgendjemand attackiert wird und man ruft einfach nur, lassen Sie den Mann in Ruhe, und der bricht ab und man geht dann raus, das fühlt sich gut an nach dem Motto, ich bin ein mutiger Mensch. Ist mir ein paar Mal, habe ich das beobachtet, dass das in der Regel oft kleinere, hutzelige Frauen waren, vielleicht mit Oma-Kinderwagen und nicht die Typen, die gerade vom Bodybuilding kamen. Die haben sich dann immer in ihrer Sportzeitung versteckt und so, weil die trainieren eigentlich nur für den Film, aber im Ernstfall sind die gar nicht ready. Und ich haben sich nicht gesehen, weggeduckt. Also ich kann nur sagen, wenn wir sehen, dass in unserer Gesellschaft Dinge dahingehend schieflaufen, dass der Staat ständig Leute rauspickt, um uns einzuschüchtern, dann musst du ja gar nicht bis zu Julian Assange gehen. Da kann man ja auch zu Paul Brandenburg gehen, der Vollkontakt mit seinem Gesicht und seinem Fußboden bekommt, weil die GSG 9 vor der Tür steht, wegen irgendeinem vollkommenen Blödsinn. In jedem anderen Land wären diese Bilder ja um die Welt gegangen. Das ist Russland, das ist Iran, das ist Nordkorea oder das ist das. Aber bei uns gehen die gar nicht um die Welt. Und wenn eher abschreckend oder als Warnung. Und da möchte ich nur eins sagen, und das sage ich ja auch in meinem Vortrag, ohne dafür Werbung machen zu wollen, das muss ich gar nicht, läuft nämlich gut, danke nochmal.
Die Einschüchterung geschieht ja auch darin, dass man uns sozial isoliert. Ich meine, das Homeoffice ist ja nicht ohne Grund. Da sind ja die Sozialwissenschaften mit im Boot, was sie ja wissen, sagen, okay, wenn du Leute sozial isolierst, kannst du sie einschüchtern. Und wenn du ihnen dann noch eine Maske aufs Gesicht setzt und den anderen auch, nach kurzer Zeit verlieren die ihre Freund-Feind-Kennung. Und dann ist jeder Mensch von der Grundbiologie so eingestellt, lieber erstmal wegducken, bis sie dicke Lippe riskieren. Das ist alles erforscht und deswegen wird das eingesetzt. Das ist ja das Perfide an alledem. Wenn du feststellst, dass du Probleme hast in der Öffentlichkeit, also an deinem Arbeitsplatz, eine abweichende Meinung zu äußern, dann ist man schon so weit, dass du mit den Konsequenzen im Kopf schon arbeitest und die Schere ansetzt. Und da sind wir schon bei Doppelsprecher. Also dann Delegitimierung des Staates, also einem korrupten Staat zu widersprechen, da wäre alles andere wäre undemokratisch und jetzt hast du schon Angst. Also da ist es ganz wichtig, dass du diesen zivilen Ungehorsam nicht nur unbedingt auf großen Demonstrationen machst, sondern dass du einfach deinem Chef, meinetwegen auch deiner Frau, deinen Kindern, dahingehend widersprichst, indem du sagst, das sehe ich völlig anders. Das ist sogar noch wichtiger als auf der Demo. Genau, es wurde ja immer auch gefordert, meinetwegen, hier gab es ja viele Kleber, wenn irgendwo jemand verprügelt wird, hier kannst du dich widersprechen Sie, wenn irgendjemand ein antisemitisches Ressentiment bedient, dass man das nicht im Raum stehen lässt und sagt, einen Blick mal. Das wurde gefordert. Und in diesem Fall brauchen wir gar keinen Antisemitismus, sondern es reicht eigentlich, dass der Staat übergriffig wird, die freie Rede kassiert und die Menschen eben in diesen Head-Down. Das ist ja mal kein Lockdown, es ist ja ein Head-Down zwingt so. Und da kommt man nicht mehr raus, indem man denkt, andere sollen es tun. Deswegen, ich weiß, dass sich das einfach spricht. Ziviler Ungehorsam, weil als öffentliche Person hat man gewissermaßen noch, auf der einen Seite ist man Magnet, auf der anderen Seite hat man einen gewissen Schutzschild, weil die dir gegenübertreten auch einen gewissen Grundrespekt haben. Das habe ich jedenfalls erlebt. Aber man kann über diesen zivilen Ungehorsam auch etwas lernen, nämlich seine Stimme tatsächlich zu erheben. Tatsächlich laut zu werden und sagen, Entschuldigung, was machen Sie denn da? Was wird denn das? Lassen Sie den Mann in Ruhe. Oder aber ich glaube Ihnen nicht. Sie sind ein Lügner, Herr Söder. So etwas zu machen. Oder Sie sind ein Heuchler, Herr Löhn. Oder ich mag Sie nicht. Oder Gürtel, gehen Sie mal mit guten Balken voran. Oder auch auspfeifen. Ja, all das sind Möglichkeiten und das ist unser gutes Recht. Und ich glaube, dass wenn wir in der Gruppe sind, oder ich rede nicht von Pöbel, ich rede einfach davon, das ist das Mittel des Bürgers bei einer Versammlung, dem, der auf der Bühne steht, der verstärkt ist, zu sagen, Entschuldigung, das sehe ich anders. Und da wird der ein oder andere, ich denke da an Cem Özdemir, der wird ja dann auch mal pampig und sagt so einem auch mal, halt die Fresse, wenn ich mich daran erinnere. Und das ist halt auch die Chance, wie die damit umgehen. Und ich spreche aus persönlicher Erfahrung, wenn ich auf einer Bühne stehe, und in 150 Metern steht da so eine Art Blackrock, also der schwarze Block macht Radau. Da macht man schon starke Nerven, dass einen das überhaupt irritiert. Das irritiert schon. Das kann man wegdrehen, wenn man das sehr, sehr oft macht. Aber dass es überhaupt nicht stören würde, stimmt ja eben nicht. Und diese Macht hat der Einzelne, auch seinem Gefühl mal eine Energie zu geben, sagen, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Und es tut auch persönlich gut, weil sonst kriegt man irgendwie Magengeschwür oder so, irgendwas anderes noch, was schlimmer ist. Also von daher, ziviler Ungehorsam ist etwas, einer Autorität zu widersprechen. Und ich will es nochmal vergleichen, weil jeder hat wohl die Erfahrung gemacht. Es gab in jeder Schule irgendeinen tumpen Prügler, der sich jemand rausgeschnappt hat. Und wenn der dann weg, haben alle gesagt, den müsste man mal, da hätte man mal. Und im Kollektiv ist das vielleicht mal gelungen. Und dieses Gefühl ist sehr wichtig, sich einmal zu erheben und sich danach nie wieder hinzusetzen, sondern diesem ursprünglichen Gefühl, was eine Wahrhaftigkeit auch wieder sagt, ich lasse mir das einfach nicht mehr länger gefallen. So, und da kann ich nur sagen, das kann man im kleinen Kreis üben, das sollte man üben, damit der Politiker, der Mächtige erkennt, dass unten sich immer mehr Leute etwas trauen. Und es fühlt sich gut an und deswegen trainieren und nicht sagen, ja, wie stehe ich denn jetzt da? Wir sollten das tun, wir müssen das tun und wir können auch damit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn man zum Beispiel mit seinen Kindern auf eine Demonstration geht, ja, mit seinem, was ich, 16-jährigen Sohn und ruft dann etwas rein, da habe ich das noch nie erlebt, dass der Sohn sich den Boden schämt, sondern dass er denkt, coole Eltern. So, das sind alles Dinge, wo ich sagen kann, das müssen. Okay, 16-jährige Kinder ist ja okay, aber kleinere Kinder, die würde ich auf eine Demonstration auf keinen Fall mitnehmen. Also die würde ich bei sowas einfach nicht reinziehen, sondern die würde ich versuchen, draußen zu halten. Naja, aber wie gesagt, wenn er 16 ist, dann kann er es ja selber entscheiden. Das müssen wir lernen, das müssen wir vormachen. Und wenn es solche Menschen gegeben hat in der Vergangenheit, dann hat man ja später auch irgendwelche Tafeln aufgestellt, wo dann eben drauf stand Rosa Parks. Das ist ja ziviler Ungehorsam, nicht in den Bus einzusteigen. Das ist ja Malcolm X, das ist ja Martin Luther King. Das ist Rudi Dutschke. Das ist ja ohne zivilen Ungehorsam nicht denkbar. Und am Ende, ich komme zum Schluss, ist ja auch dieser ominöse Jesus Christus ohne zivilen Ungehorsam nicht denkbar. Ja, muss man sagen, weil was der Mann gemacht hat, ist ja eine Provokation.
Jesus Christus ist ja im Kapitalismus eine totale Provokation, weil der ist für faire Verteilung und Gerechtigkeit und nicht für Gendern, und er ist auch nicht für, dass die Reichen machen können, was sie wollen. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus Christus die Bergpredigt unter 2G-Regeln gehalten hätte, wenn die Römer das verlangt hätten. Also von daher ist das etwas, was ständig von uns hergetragen wird. Wir mögen uns an diesen Menschen ein Beispiel nehmen. Nur dann wird's, dann ist die Frage, wann kommt es drauf an? In dem Moment, wo du ihn erkennst, dann bist du gefragt. Einfach mal damit beginnen. Stimmt. Aber muss nicht jeder gleich Jesus Christus werden, geschweige denn Christ, oder sich dann kreuzigen lassen. Ich glaube sogar, Kevan, es fängt noch viel kleiner an. Und das ist irgendwie ein typisch deutsches Problem, dass viele schon daran scheitern. Also ja, klar, ideal ist es zu sagen, nein, ich esse deine Maske nicht, beziehungsweise das ist ein Brei, aber ich nehme sie nicht und ich ziehe sie mir nicht an, wenn ich irgendwo in den Supermarkt gehe. Das braucht dann viel Widerstandsfähigkeit. Aber es gibt ja viel, viel kleinere Sachen. Sowas wie Strafbescheide wegen Meldevergehen oder GEZ-Nichtbezahlung. Also wer davor Angst hat und damit schon aneckt, ja, den muss man wirklich immer fragen, na, was glaubst du denn, wie es die Freiheit gibt? Ja? Also es wird keine Revolution geben, die gesetzeskonform verläuft. Geht nicht. Und stimmt, GEZ nicht zu bezahlen ist ein Fall von zivilem Ungehorsam, wenn man beispielsweise den Rundfunkstaatsvertrag für öffentlichen Rundfunk nicht mehr erfüllt hält. Weniger als eine Revolution wird auch nicht mehr helfen. Das Entscheidende ist, dass sie gewaltfrei verläuft. Und je niederschwelliger man anfängt und je breiter, desto besser ist das. Ja, natürlich ist es ideal, wenn man irgendwo das Pech hat, Karl Lauterbach auf der Straße zu begegnen, hinzugehen, friedlich, ohne ihn anzugreifen, sagen, sie sind ein Massenmörder. Sie gehören ins Gefängnis und es ist ein Skandal, dass sie hier langlaufen. Das würde ich tun. Ne? Das letzte Mal, als ich hingegangen war, war er zu schnell weg mit 8. Ich würde ja bezweifeln, dass der Lauterbach ohne Personenschutz irgendwo rumläuft. Also das wird für wenige Bundesminister gelten, dass die sich frei bewegen können. So würde ich jetzt vermuten. Könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch liegen sollte. Personenschützern. Muss man gar nicht machen. Ich verstehe auch, wenn einer sagt, das mag ich nicht, dann sitze ich da, dann brüllen mich Polizisten an. Ist völlig in Ordnung, dass man das nicht macht. Es geht ja viel, viel kleiner. Es reicht ja tatsächlich, wenn irgendwo jemand was über Ungeimpfte sagt und jemand sagt, na, sie sind aber ein Sozialschädling, sich da hinzustellen, zu sagen, was soll denn das? Dieser Mensch ist doch kein Sozialschädling, weil er sich anders entschieden hat. Es geht ja im ganz Kleinen. Es kommt ja nur darauf an, bei diesem Widerstand zu sagen, nein, es machen nicht alle mit. Man muss eben aushalten, dass man aus dem angeblich bürgerlich Erwünschten rausfällt. Und das scheint mir in Deutschland das größte Problem zu sein. Dieser krankhafte Drang, dem zu entsprechen, was da von oben vorgegeben wird. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wann euer Punkt da war. Ich war ja auch so ein kleines, spießiges Arschloch. Ich gebe es ja zu. Ich meine, jeder, der mit einem Doktortitel durch die Gegend rennt, hat ja dieses Problem. Der war ja irgendwann mal der Auffassung, es ist sinnhaft, seine Zeit in den Erwerb dieses Titels zu stecken. Tatsächlich kann das auch sehr viel Spaß machen, spannend sein, kann ich behaupten für meine Forschungsarbeit. Aber hinterher bleibt dann übrig dieser bürgerliche Gestus. Und das drückt aus, ich will anerkannt sein, ich will dazugehören. Oh Gott, Post vom Staatsanwalt, wie furchtbar ist das denn? Ja, das will jeder. Menschen sind tribale Wesen und sie wollen halt von ihrer Peer Group anerkannt werden. Das ist klar. Und auch von der Gesellschaft, beziehungsweise der Gesellschaft, die ihnen wichtig sind. Also das ist nun mal so, das kannst du nicht ändern. Ich bin hier außerhalb. Deswegen ist es auch, gesellschaftliche Ausgrenzung etwas, mit dem politische Eliten das Volk unter Kontrolle halten können. Also gar nicht mal direkte Repression, sondern einfach, indem man Leute als Reichsbürger, Antisemiten, Rechtsradikale, was auch immer diffamiert, die damit nichts zu tun haben, einfach um sie gesellschaftlich ausschließen zu können. Also das ist tatsächlich ein Mittel der Machtsicherung. Nicht bloß keine Verurteilung. Ihr Lieben, auch mir fiel es schwer, als ich das letzte Mal vom Strafgericht stand, das erste Mal, als ich dann verurteilt wurde, Urteil wurde wieder aufgehoben, da merkte ich einfach, wie scheißegal mir das jetzt plötzlich ist, von dieser übrigens bildhübschen, ich sag's immer wieder, wo wir schon bei Sexismus sind, bildhübschen Richterin, dann verurteilt zu werden. Die nächsthöhere Instanz hat's kassiert und hat auch noch am Telefon gesagt, um Gottes Willen, was für ein Schwachsinn. Und da wurde mir klar, erst wenn wir dieses Bedürfnis abgelegt haben, ja, dieses Bedürfnis bürgerlicher Konformität, dann sind wir überhaupt erst in der Lage, zu den Bürgern zu werden, die ja uns mal überhaupt dazu brachten, das haben zu wollen. Klingt ein bisschen kompliziert, soll aber heißen, wir befinden uns ja mittlerweile in einer Art Gehorsamsspirale auf der falschen Seite. Innerhalb derer gibt es kein Entkommen aus diesem Gedankengefängnis. Ja, wir können die Vorgaben dieser Faschisten nur brechen, wenn wir sie überwinden wollen. Selbstverständlich friedlich und selbstverständlich gewaltlos. Denn es ist überhaupt nicht nötig, Gewalt anzuwenden. Aber wir müssen dieses Gefühl endlich aufgeben, doch irgendwie konform zu sein und dabei nicht anecken zu wollen.
Absolut richtig, absolut richtig, Paul. Dein Plädoyer hier, kurze Zwischenfrage: Hast du die Nummer von der Richterin? Ich habe den Namen und ich habe die Anschrift, Gewan. Aber ich glaube, sie steht unserer Sache nicht sehr wohlwollend gegenüber. Schiedsrichter, wir wissen, wo dein Auto steht. Also, du weißt, Paul, dass ich. Jetzt kriegt Dieter dem wahrscheinlich auch bald Post vom Anwalt. Das wird dann jetzt wahrscheinlich als Drohung interpretiert, was er gerade gesagt hat. Ich natürlich das noch nicht für Faschismus halte. Ich finde, viele Stränge können dahin führen. Die sind aber noch verhinderbar. Aber der entscheidende Punkt ist, ich finde, bei einer Diskussion Anklang werde ich sehr allergisch. Die Deutschen, entweder wir sind das Herrenvolk oder wir sind das spießigste Volk oder das untertänigste Volk. Ich weiß nicht, ob im deutschen Blut und Boden, in Anführungszeichen, in der deutschen, was weiß ich, wie Genomik, irgendetwas Untertäniges oder irgendetwas, was besonders zur Elite tendiert, drin liegt. Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn du dir mal anschaust, wie jetzt in Polen dieser Herr Tusk da Präsident wurde, oder wie gelegentlich in USA die Verfolgung Andersdenkender passiert ist, dass du da nur zwei Präsidenten hast, die eine Kriegsgefahr in Richtung Ukraine und der andere auch eine Kriegsgefahr in Richtung Iran und China bedeuten kann und im Grunde genommen keine kleine Partei überhaupt nur den Hauch einer Chance hat, da auch zu Bernie Sanders auch keine Chance hatte. Also du wirst das immer ablesen können an der eigenen Geschichte. Die Franzosen sind, wie Ernst Bloch, der große marxistische Philosoph, mal gesagt hat, deswegen so frech und so frei, weil sie den Kopf eines Königs haben rollen gesehen. Ich habe das schon mal in dieser Sendung gesagt. Das ist in ihre Geschichte eingeschweißt. Das heißt, sie haben sich mal erhoben, sie sind tierisch stolz drauf, die Grand Nation zu sein, die den Ludwig den 16. geköpft hat. Die Deutsche Bank ist noch nicht geköpft. Ich warne also nur davor, dass wir uns und Deutschland für ein ganz besonders untertäniges Volk halten oder so. Was ich glaube, es ist gelingen in Deutschland immer neue raffinierte Tricks. In meiner Jugend war es der Antikommunismus. Alle waren sowjetische Agenten oder Agenten der DDR. Heute kommen sie mit dem alles rechts Nazis. Haben das ganz geschickt, wo wir immer für demonstriert haben, ich Rock gegen Rechts organisiert habe, mit vielen anderen, zusammen übrigens damals noch mit Jutta Ditfurth und so weiter, da im Sprecherrat saß, ganz geschickt so umgedreht, dass du jetzt, wenn du für Frieden mit Russland bist, Gefahr läufst, als Nazi dargestellt zu werden, obwohl die ukrainischen SS-Leute, die da eben angebetet und auch mit Runen und mit Zeichen gezeigt werden, da dreht sich die gesamte grüne Führungselite weg und sagt, gibt's gar nicht. Also ich finde es an den die dreht Linken sich da nicht immer weg. Es ist ja noch viel schlimmer. Also da schreiben Leute wie Marie-Louise Beck, Azov, also dieses faschistische Regiment, was mittlerweile die Sturmbrigade 3 der ukrainischen Armee ist, würde für ein Leben in Freiheit und Würde kämpfen. Also Faschisten kämpfen für ein Leben in Freiheit und Würde. Faschisten, die in ihrer Programmatik eine ethnisch gesäuberte Ukraine frei von Russen Juden und Polen haben. Also da, diese Leute kämpfen laut den Grünen für ein Leben in Freiheit und Würde. Und diese Partei diffamiert andere Leute als rechtsoffen oder antidemokratisch. Das kann man sich nicht ausdenken. Also wenn jemand rechtsoffen ist und mit Faschisten kuschelt, dann sind das die Grünen. Trick. Das ist in Deutschland eine unglaubliche Raffinesse der Medien, aber nicht glauben, dass unsere Bevölkerung zu blöd oder zu duckmäuserig ist, um sich nicht auch mal ordentlich zu erheben. Ich finde den Trick nicht neu, Dieter. Ich habe das Gefühl, das, was dieses Regime jetzt gerade tut, das haben die beiden Vorgängerkriegsregime auch getan. Sie haben den Militarismus hochgehalten, sie haben ihre Form von Faschismus etabliert und erklärt, wer nicht für uns, gegen uns, der ist gegen den Frieden, der ist gegen die Menschen, der ist gegen die Welt und gegen alles und der muss vernichtet werden. Die Menschenrechte. Ja, das sind Varianten. Ja, der Mechanismus dahinter ist der gleiche. Sie haben immer irgendeine Uniform hochgehalten, erklärt, die müsste jeder tragen. Und wer das nicht macht, der ist ja Feind der Welt. Das Wichtige, Paul, ich glaube, das war jetzt in euer beiden Vorträge ein Substrat, was ich nochmal ganz besonders beleuchten möchte. Man kriegt dann eine Ahnengalerie vorgeführt von Sophie Scholl bis anderen, Martin Luther, Jesus Christus, der mal gesagt hat, eher
geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, bis Bill Gates oder Soros ins Himmelreich kommen. So ungefähr hat er es, glaube ich, ausgedrückt. Das wird dann immer auf die Geschichte projiziert. Ja. Aber es ist immer, immer wenn du Widerstand leistest, das Hier und Jetzt. Und es ist immer die staatliche Gewalt zu Jesuszeiten durch die Römer repräsentiert. Die anderen hast du jetzt gerade erwähnt. Und das mal zu begreifen, nicht um sich Meriten auf die Schultern zu, wir sind Widerstandskämpfer, sondern zu wissen, der Widerstand ist immer im Hier und Jetzt unglaublich hart, weil du mit Liebesentzug belastet wirst, weil du einsam da stehst, dir der Wind, eiskalte Wind entgegenbläst und man dir dann noch sagt, ja, die früher, die Galileis und die Sophie Scholz und die anderen Widerstandskämpfer, die sind ja Geschichte, heute sind eigentlich die Regierenden, die eigentlichen Widerstandskämpfer. Ich mahne zum Blick auf die Uhr und hänge nur noch meine Musikempfehlung ran. The Revolution Will Not Be Televised von Jill Scott Heron ist sehr das gut, Lied des Vortrag. Kevan, bitte, Schlusswort zu dem Thema. Ich habe noch eine, ich habe oft darüber nachgedacht, aber ich kann sagen, es gibt da schon eine Parallele zwischen den Deutschen und den Japanern. Die sind auch sehr obrigkeitshörig. Man schert einfach nicht aus. Also man, das kann tatsächlich mit ähnlichen Familienstrukturen zusammenhängen. Das Erbrecht in Preußen als auch in Japan sah vor, dass immer der Ältere den gesamten Besitz der Familie erbt. Familienstrukturen haben starken Einfluss auf die im Staat vertretene Ideologie, einen starken Einfluss auf die betriebene Politik und den Staatsaufbau. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, ist nur einer von vielen, aber es könnte mit dieser Obrigkeitshörigkeit zusammenhängen. Also Preußen war ja auch die Bastion des deutschen Adels. Die preußischen Junker wurden ja erst mit Gründung der DDR nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet, beziehungsweise mit sowjetischen Besatzungszone. Das hatte Ewigkeiten gedauert, ehe die Macht des Adels in Deutschland gebrochen wurde. Also es kann tatsächlich zusammenhängen. Und Japan hat eine ähnliche Familienstruktur. Hat wahrscheinlich auch mit dem Erziehungssystem zu tun und mit direktem Liebeserzug oder sehr früh einsetzen, dass es Liebe nur noch gegen Bedingungen gibt. Und das sieht man ja an Julian Assange, so weit muss man ja gar nicht gehen, sondern man droht ja dem Einzelnen mit sozialer Isolation. Und der Deutsche, wie der Japaner, ist wohl, wie alle Menschen, aber doch noch mehr Herdentier. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber anders lässt sich das nicht erklären. Warum das jetzt ist, ob das das Genom ist oder ob es die Erziehung ist oder es die Sprache ist oder was es auch immer ist, habe ich noch nicht rausgefunden. Aber da gibt es schon Gemeinsamkeiten. Und ich kann nur sagen, ich muss leider feststellen, dass die Deutschen nach 45 Jahren nur die Führung gewechselt haben. Und das bedeutet eben auch, dass man Verantwortung abgibt, damit man selbst unschuldig bleibt. Und ich glaube, wir müssen... Na, die Ostdeutschen anscheinend nicht. Also die... Also, wie gesagt... Diese Obrigkeitshörigkeit, du brauchst ja jetzt gar nicht immer mit den Nazis zu kommen, die hast du in Deutschland, also es gab schon im Kaiserreich so Satiren wie der Untertan oder Leutnant Gustl, die sich mit diesem, ja, mit diesem nach oben buckeln und nach unten treten beschäftigt haben. Also das ist ja absolut nichts Neues. Ja, aber außer vielleicht in Ostdeutschland, da hast du ja deutlich widerständigere Bevölkerung. Also sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik jetzt sind die gegenüber den Eliten deutlich, deutlich kritischer eingestellt. Erst einmal Demokratie lernen, das sind wir nicht wirklich, weil Demokratie bedeutet eben auch, Verantwortung zu übernehmen und auch den Mut zu haben, gegen eine Mehrheitsmeinung oder eine Medienmeinung zu stehen. Stimmt, das ist ziemlich bemerkenswert. Die Deutschen, die jetzt, also die Westdeutschen, die ihr Leben lang nichts anderes kennengelernt haben als diese kapitalistische Demokratie, relativ unkritisch gegenüber den Herrschenden, also in letzter Zeit auch immer weniger mit Beginn der Energiepreise und der wirtschaftlichen Katastrophe, die die Ampel gerade anrichtet. Aber die Ostdeutschen, die sind schon seit Jahren sehr, sehr viel kritischer gegenüber dem, was in Berlin, in Brüssel, ja, und man muss es so sagen, auch in Washington entschieden wird. Das muss man mal so deutlich sehen. Diejenigen, die die Demokratie wesentlich kürzer erlebt haben, die sind wesentlich demokratischer. Die kritisieren ihre Regierung deutlich eher und hinterfragen das, was die Mächtigen machen, deutlich eher. Kevan, isoliert Gott. Schalte da bitte die, weil du sagst, die Deutschen nach 45, schalte da bitte die DDR nicht mit der westdeutschen Adenauer-Clique in einen Pott. Ja, aber waren jetzt die DDR-Bürger weniger gehorsam? Ich kann das nicht bestätigen. Naja, sagen wir mal, du siehst es doch heute. Also, du siehst doch, wo finden die größten Demonstrationen statt? In Ostdeutschland. Wo hast du weniger Vertrauen in die Politik und Medien? In Ostdeutschland.
Wo hast du größere Wahlergebnisse für Parteien, die nicht diesem neoliberalen, woken, transatlantischen Mainstream angehören? In Ostdeutschland. Also wo hast du das größere Widerstandspotenzial? Wo hast du Bürger, die tatsächlich noch die Politik kritisieren und hinterfragen und die, wie gesagt, die hinterfragen, was die Mächtigen tun? In Ostdeutschland. Das hast du nicht in Westdeutschland, beziehungsweise in viel, viel geringerem Ausmaße. Sind einige stolz drauf, dass Egon Krenz mal gesagt hat, wir machen diesen Übergang 89 ohne eine Waffe zu ziehen. Wir setzen das fort, mindestens in einer der nächsten Wochen. Es gibt leider noch einen Punkt, wo ihr so oft Jesus erwähnt habt und die Bibel, da muss ich noch einen draufsetzen zum Schluss und ich mache es extra kurz. Und das ist natürlich der Koran und Mohammed, über den wir keine Scherze machen können, wenn wir nicht die nächste Fatwa oder Morddrohung kriegen wollen. Meine Adresse ist bekannt, ich freue mich drauf. Denn ich sage, der Ramadan. Okay, das ist jetzt das nächste Thema. Das können wir uns gleich anschauen. Wir, wie gesagt, das war Dieter Dems Schlagzeile, das war Siawaschs Schlagzeile und ja, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Also heute haut mich so keine Schlagzeile um. Paul Brandenburgs ist jetzt tatsächlich ein bisschen aktueller, aber ich ahne schon, dass ich da nicht so ganz mitgehen werde.